Romeo führt etwas im Schilde. Was ist das für eine Maschine? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als handelt es sich um Eiscreme! Eiscreme, Eiscreme. Wir alle wollen Eiscreme. Nun, nicht mehr lange, weil ich alles davon habe. Mit der eiskalten Energie kann ich mit dieser genialen Wettermaschine einen ewigen Winter über den ganzen Planeten entfesseln. Dann wird alles unter meiner Kontrolle sein. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Sommer endgültig auslöscht. Und bevor er all das leckere Eis verbraucht. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Wuhu! Oh yeah! Halt, Romeo! Wir wissen genau, was du vorhast. Ein bisschen zu spät, Catboy. Meine Maschine ist Minuten davon entfernt, ihre volle Leistung zu erreichen. Und dann, nun, zieh dir besser eine Wollmütze an. Eulenaugen! Da ist ein Rohr mit einer Öffnung. Wenn wir es blockieren, könnte es die Maschine herunterfahren. Überlass das mir. Glaubst du wirklich, diese kleinen Fusselbälle können meine Maschine kaputt machen? Treffer! Netter Versuch, Catboy. Umgekehrte Absaugung. Oh, oh. Super Eulenflügel! Warum verwandeln wir diese Fellbälle nicht in Schneebälle? Hüpfende Eidechsen, pass auf! Eure erbärmlichen Versuche, mich aufzuhalten, sind, nun ja, erbärmlich. Winterwirbelsturm einleiten! Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen ihn aufhalten, bevor sich dieser Wirbelsturm über die ganze Erde ausbreitet. Warte mal. Dieser leuchtende Kristall scheint die kalte Energie aus der Eiscreme zu nutzen. Wenn wir ihn lösen, können wir die Maschine stoppen. Wir müssen nur einen Weg finden, Romeo abzulenken. Meine Zeit zu glänzen. Supergecko-Tarnung. Hey, Romeo, hier drüben. Daneben! Ah! Warum stehst du nicht einfach still? Eins, zwei, drei, zieh! Was? Nein! Was habt ihr mit meiner schönen Maschine gemacht? Ich kriege euch noch, PJ Masks! Gut gemacht, alle zusammen. Wow! Und ich habe uns etwas von dem übrig gebliebenen Eis erschleichen können. Bereit für eine Eiscreme-Party? Hallo, Romeo! Mit meinem Super-Eidechsen-Griff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch! Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, das mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erstmal sehen. Los, Gecko! Romeo! Ja!
Gute Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das nächste Mal besiege ich euch, PJ Masks! Also, es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich habe ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Schneeroboter, fang! Ausgezeichneter Hofmeister. Was? Oh nein. Leider nicht ausgezeichnet genug. Ups, war das etwa ich? Steh da nicht so dumm rum! Hol ihn zurück! Ja, Meister! Ups. Ich hab ihn, Jungs! Oh. Oh nein! Was? Gecko! Aufhören! Wow! Da. Ich hab ihn! Eulet! Super Angriff, Catboy. Toller Pass, Gecko. So, jetzt zeige ich euch mein wahres Ich. Vorsicht, Meister. Es muss nur noch eine Sache unsichtbar gemacht werden. Oh, gut. Nimm mich. Gecko, das Schild. Alles klar. Wo ist das Ding? Roboter, steh da nicht so rum. Hilf mir, den Unsichtbarkeitsstrahler zu suchen. Aber Meister, der ist doch unsichtbar. Ich hab genug von deinen Ausreden. Los, such danach. Ganz wie Sie befehlen, Meister. Du hast ihn. Klasse. Jetzt übernehme ich. Glück bei der Suche, Romeo. Roboter! Ja, Meister. Du musst aufhören, alles kaputt zu machen, Gürteltil. Schließ dich uns an und sei ein Held. Ich bin aber schon ein Held. Wird langsam Zeit, dass Romeo seine Lektion lernt. Ah. Gecko, ich hab da eine Idee. Super Katzenstreifen! Heldenhaft. Du zerstörst nur Sachen. Wir können dir helfen, Romeo zu besiegen. Geh weg. Ich schaff das. Sieht aus, als wären da nur noch du und ich, Gürtelschurke. Hast du gehört, Roboter? Gürtelschurke. Der war gut, Meister. Ich hab so meine Momente. Schurke? Schurke? Ein wirklich starker Schurke. Zusammen könnten wir die PJ Masks aufhalten und dann übernehmen wir die Welt. Also, was sagst du dazu, böser Partner? Willst du es noch mal versuchen? Ich glaub wohl eher nicht, Romeo. Denn ich bin ein Held, genau wie die PJ Masks. Hey, hör auf damit. So blamierst du mich nur. Du hast dich mit dem falschen Helden angelegt. Betrachte das als Warnung. Hey! Ah, Roboter, was würde ich nur ohne dich machen? Wollen mal sehen, Meister. Komm zurück, Roboter! Bitte! Du bist mein Helferlein Nummer 1, sonst niemand!
Gut, aber nur, weil Sie mich zur Abwechslung mal nett darum gebeten haben. Aufhören! Das kitzelt! Und das lässt mich weniger böse aussehen. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Oh nein! Cool! Roboterklone! Hab ich piefiger Plagegeist gesagt? Was ich wirklich meinte, war, dass du unglaublich bist, PJ Robo. PJ Robus, also ihr alle. Tut mir nicht weh! Gut, behaltet euren Kristall. Er ist mir sowieso viel zu unberechenbar. Aber ihr werdet mich wiedersehen, Pyjama-Plagegeister! Schilde! Ich werde mir meinen Kristall noch holen, PJ Plagegeister! Gut gerettet, PJ Robo. Jetzt legen wir den Kristall wieder dorthin, wo er hingehört. So, jetzt ist alles sicher verstaut. Und wir hätten es ohne dich nicht geschafft, PJ Robo. Ja! Ich weiß, wir haben dich gebeten, im Hauptquartier zu bleiben, aber wärst du nicht aufgetaucht, hätten wir große Probleme gehabt. Danke. Und danke für das Sicherheitsupgrade. Ich glaube nicht, dass Romeo sich so schnell wieder hierher teleportiert. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Jetzt hab ich einen Trick für ihn auf Lager. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Dann habt ihr eben euer blödes Hauptquartier gerettet. Was soll's? Aber ich bin hier noch nicht fertig. Versteckt euch ruhig hinter eurem Zaun. Mit meinen Superklebeklatschern werdet ihr darin festsitzen. Und das für immer! Oh, oh! Kommt schon! Supergecko-Tarnung! Super Katzensprung! Super Katzentempo! Was? Ninjas, wer steckt jetzt in der Patsche, ha? Hey, du! Du übergroßer Ameisenbär! Du meinst wohl Gürteltier! Ja! 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 Ah! Ah! Ninja Linus, Hilfe! Gut gemacht, Jungs. Befreien wir sie von den Klebeklatschern, dann können sie die Statue nach Hause bringen. Oder wir lassen sie noch ein bisschen zappeln, damit sie über ihre hinterhältigen Taten nachdenken können. Währenddessen bringen wir die Comics dorthin zurück, wo sie hingehören. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Dank der unglaublichen Hilfe von Gürteltin! Diese Geräte verwandeln die Festwagen in böse Roboterwagen. Gesteuert von meinen Gedanken. Roboterwagen werden auf den Straßen patrouillieren und alle in Angst versetzen. Niemand wird es wagen, aus dem Haus zu gehen. Und ich beherrsche die Welt! Und ich segle über die Weltmeere! Als gefürchteter Ninja-Pirat! Arr! Was? Ich habe immer davon geträumt, als salziger Seebär meine Ninja-Tricks in böser Piratenmanier über die sieben Weltmeere zu verbreiten! Und was ist, wenn ich seekrank werde und vom Geruch der See grün anlaufe?
Nichts, denn ich wollte immer ein Piratenschiff auf Rädern. Ich nenne es die Jolly Ninja. Hör auf zu labern und kümmere dich um deinen Job. Deinen Plan, von dem du mir erzählt hast. Ja, ich meine, yo ho ho, Ninjalinos. Macht euch zum Kapern der anderen Wagen bereit. Arr! Schnell, bringt die Wagen in Sicherheit, bevor sie auch böse werden. Wir verteidigen sie wie beim letzten Mal. Gemeinsam. Los, PJs! Super Eidechsengriff! Was ist das? PJ Robo! Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude! Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat, er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp! Roboter hat gewonnen! Aber wie komme ich hier raus? Endlich! Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie. Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich. Wenn du Eilette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's. Passt auf! Wow. Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eilette. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen.
fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Oh. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun? Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer! Das wagst du nicht! Ach nein. Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück! Super, Gecko Tarnung. Sei vorsichtig, Gecko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gecko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Bald schon habe ich eine Sammlung an PJ-Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gecko. Warte, was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eidechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir ja sehen. In Wasser und Luft sie leuchtet und sprießt, den Stiel ihrer Blüte du niemals siehst. Noch so ein schweres Rätsel. Also etwas, das Wasser und Luft zum Blühen braucht. Ja, eine Blume. Vielleicht muss man nach oben, um sie zu finden. Mal sehen. Oh, eine Lotusblüte, die leuchtet. Ja, wuhu. Wow. Cooler Move. Danke. Das nenne ich meinen Superschwung. Ziemlich cool, hm? Das macht Spaß. Wie ist der nächste Hinweis? Sieht aus wie eine Ninja-Schatzkarte. Und der Ninja-Stern markiert den Ort. Wir sollten ihn finden, bevor die Ninjalinos die Stadt ruinieren. Meine Flügel sind dafür spitzenmäßig geeignet. Oder sollte ich sagen, flügelmäßig. Wer hat hier die Eulenkraft? Ich! Da ist er, der Ninja-Stern. Okay, Jungs, geht die Hauptstraße runter und dann links. Ah, Mann, ist der listig. Ihr habt also das erste Rätsel gelöst. Anfängerglück. Ihr werdet niemals gewinnen. Ach, wenn meine Ninjalinos doch nur Flügel hätten. Bei den Ninjalinos sieht es gar nicht so aus, als wollten sie die Rätsel lösen. Ja, sie folgen uns einfach nur. Weil sie schummeln müssen, um uns zu besiegen. Kommt schon. Bist du sicher, dass er hier ist? Absolut sicher. Super Katzentempo. Da drin ist nichts. Vielleicht ist er darunter. Hm. Wir waren zuerst hier. Super Katzentempo. Gecko-Muskel! Oh! Ja! Eulette, nimmst du mich mit? Na, Logo! Setz mich genau auf der Abrisskugel ab. Vorsicht! Okay. Okay. Wow, tolle Idee. Während du die hier aufhältst, helfe ich so lange Gecko. Er hält die Kugel auf, Meister. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, Riesenflipperkugel, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Los, kämpfen wir. Super Gecko-Muskeln. Wohl eher Super Eidechsengriff. Wow.
Fellgecko? Aha, mir ist nur ein wenig schwindelig. Vielleicht lagen wir falsch damit, dass wir gegen alles gewappnet sind. Puh, die erste Kugel hätten wir. Catboy, pass auf! Netter Versuch, PJ Masks, aber seht euch das an! Aufs Hauptquartier zu. Oh, sagtet ihr nicht, ihr werdet gegen alles gewappnet? Eine Kugel war eine Herausforderung. Jetzt funktioniert er. Mit oder ohne Fehler. Gegen deine Fernbedienung habe ich eigentlich überhaupt keine Chance. Du bist einfach zu clever. Wirklich? Ich meine, ja, bin ich. Ist nicht leicht, so ein böses Genie zu sein, weißt du? Super, Gecko Tarnung. Von all den miesen Schurken halte ich dich für den fiesesten. Hörst du das, Roboter? Ja, aber sollten wir nicht, sie die Fernbedienung reparieren? Unterbrich mich nicht! Also gut, Catboy, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wie schlau du bist. Ich meine, dein Rückspulstrahler ist fantastisch. Warte mal kurz, du bist echt sehr gesprächig. Wo sind deine PJ-Freunde? Super Eulenflügel! Was? Ich hab sie gleich, Meister. Und... Guter Plan, Leute. Hilfe! Viel besser und lustiger, als sofort loszustürmen. Roboter, mach die Fernbedienung! Endlich! Super Katzentempo! Gecko, fang auf! Was war das denn? Na, wir haben deinen Rückspulstrahler benutzt und dich mit deiner eigenen Waffe besiegt. Ihr habt gewonnen, PJ Masks. Warte, das will ich nochmal hören. Ihr habt gewonnen, PJ Masks. Hey, lass das! Wir sind Schurken. Wir sind nicht nett. Gut, dann werden die Ninja-Motten eben hier bleiben. Und ihr zwei seid aus dem Rennen. Sie kommen! Leute, ich kann sie nicht länger aufhalten! Super Eidechsengriff! Lustig. Sieh nur, wie nutzlos deine Ninjalinos ohne meine unglaublichen Motten sind. Deine Motten sind nichts als Flügel. Meine Ninjas dagegen sind super intelligente Genies. Meine überaus exzellenten Ninjalinos. Ihr braucht diese blöden Motten nicht. Dieses Spielchen willst du also spielen? Hör zu, meine wunderschönen, majestätischen Motten. Ihr braucht diese blöden Ninjas nicht mehr. Niemand sagt, dass meine Ninjalinos blöd sind. Sie sind überaus durchtrainierte Kämpfer. Und sie gehören zu mir. Da, es funktioniert. Wow, die Ninjas und die Motten wissen nicht, auf wessen Seite sie stehen sollen. Oh, oh, es regnet Ninjas. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hab euch. Super Gecko-Muskel. Hab dich, kleiner Ninja. Dieses Mal habt ihr gewonnen, PJ Masks. Aber wir kommen wieder! Danke, Eidechsen-Bubi. Also eins muss ich dir lassen, Gecko. Dein Plan hat funktioniert. Ihr habt recht gehabt. Helden helfen immer. Auch wenn sie mit ihrer Heldentat ihre Feinde wieder zusammenbringen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Gecko, was tust du da? Wo ist der kleine Roboter? Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es
hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt, hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut. Und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Robo zu unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Gackernder Gecko, die ist riesig. Bleib hier, Kleiner. Also gut, Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein, sie ist fertig. Sie wird... Die Kontrolle übernehmen. Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben dich sagen hören, es wäre... Eine Super-Roboter-Steuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt.